Moin Moin, herzlich willkommen, LS22 Nordfriesischer Marsch. Da sind wir wieder. Auf Richtung Getreideimport. Wobei noch ist nichts zum Abholen, aber dann steht er schon mal da parat. Ne? Ansonsten werden wir uns gleich um den Wald kümmern, über 46, und dann sollte ich mich ja noch um den Wald kümmern unter Feld 13 und auch bei Feld 29. Das sind überall so kleine Ecken, wo wir unser Land ein bisschen vergrößern können, die Karte mal ein bisschen eine andere Optik verleihen, indem wir ein paar Wälder fällen. Und dann mal gucken. Ist gar nicht. Haben wir da unten die Kurse noch angezeigt werden? Na egal. Ja, dann haben wir, glaube ich, im Juni nicht mehr so viel zu tun. Ne? Da über Nacht kommen wieder ein paar Produktionen rein, die irgendwas haben wollen. Aber wir haben oben, wenn man das durchguckt, auch letztes Mal sehr gut abgearbeitet. So gut wie alles habe ich auch nicht mehr, was da oben halt noch drin steht. Aber es sind ja auch noch 3 Tage Zeit. Weizen kommt im nächsten Monat und so weiter und so fort. Also von daher, da brauchen wir nicht in Panik verfallen. Das passt schon. Ja. Das Geräusch vom Glas. Ich dachte auch Senf wäre gut im Import, aber habe ich ja nicht im Import drin. Ne? Das wird also nichts. Das Motor aus, ne? Steht ja ein bisschen jetzt länger hier. Ich muss der Getreideimport auch noch einschalten. Sonnenblumen wollte ich einkaufen. Ja, 76.000, also 50.000, sicher irgendwie ein bisschen mehr kriegen wir ja, ne? Ist ja nicht verkehrt. So. Warum steht der denn voll wieder hier? Ist ja auch dämlich. Darauf geachtet, wo ich ihn hingeschickt habe, leider. Ne? Ja, wir müssen einen LKW mal fertig machen mit Holz-Sammelanhänger. Ich denke, die Produktion kann ich erstmal ausblenden lassen für die nächste Stunde, solange wir noch genug Licht jetzt haben. Also hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 große Bäume, die beiden auch. Und dann geht es hier schon weiter, würde ich behaupten. Geändert in den letzten Wochen. Der Farmlehrer 23 auf Kick. Das ist der etwas andere Landwirtschaftssimulator. Info. Machen wir mal 23, machen wir mal 22 draus. Danke dir. So. Und der hier würde dann auch gerade noch so gehen. Station platzieren. Ne, was ich gerade hier überlegt hatte, ist ein Holzlager zu platzieren, damit wir das ganze Holz voll Holz ins Holzlager packen und dann mit dem Auto drüber karren, was glaube ich praktischer ist, als wenn wir mit dem Holzautoload-Anhänger irgendwie 50 Mal fahren müssen.
großer Baum. Ich muss immer raussuchen, um zu sehen, ob es der ganz große ist. Wir wollten ja nicht so einen riesigen, langen Akt jetzt hier draus machen, sondern einfach nur zack, ne? Welten schön, um 3 Hektar zu vergrößern und gut ist. Raps wollte ich anpflanzen. Ich meine, den Rapsplan hatten wir ja schon gemacht. Aber so ein kleines Holzlager da vorne macht, glaube ich, oder mittig macht Sinn. Ich glaube, das werden wir jetzt mal alles vorbereiten, ne? So, also, wir brauchen einmal Pflanze. Einen weiten Weg vor sich. Hoch zu 46. Die Frage kann dir keiner beantworten, Chris. Weiß ich nicht. Ich hab das DLC nicht. Ich glaube, noch hat es keiner, oder? DLC-Fragen kann man immer erst beantworten, wenn es DLC gibt. Vielen, vielen Dank, Big Bauer Andy. Danke dir für den dicken Substufe 3 im 27. Na, vielen herzlichen Dank für deinen Support. Ja, was Giants Neues bringt, das sieht man so ein bisschen ja in dem Patch oder in dieser Vorschau auf der Homepage. Ne? Bin jetzt auch noch so, gar nicht so direkt auf das Thema eingegangen. Im Multiplayer hatten wir gestern schon mal ein bisschen drüber geschnackt. Da gehen die Meinungen so ein bisschen, ja, schon eigentlich in eine Richtung nach dem Motto, ja, schön, aber auch braucht man nicht. Wenn man auf der NF-Marge unterwegs ist mit den ganzen Produktionen, hat man sowieso schon viel zu tun. Da braucht man in der Regel kein Palettenlager, wo man manuell mit dem Gabelstapler alle Paletten selber einlagert. Das macht vielleicht auf einer Bergmann Sinn, wo du wirklich mit Kleinprodukten viel händelst und nicht nur Menge machst. Aber es ist halt, ja, es sind unterschiedliche Paar Schuhe, ne? Ich finde so ein paar Gebäude ganz schick, aber da ist natürlich wieder das Problem, ich kann die als Modder ja nicht nutzen, um da für mich was Schönes draus zu machen. Und dann an die DLC-Sachen kommt man ja nicht ran. Das ist ja auch ein externes Modding-Team, was da das macht, ne? Das ist ja nicht Giants. Giants veröffentlicht das sozusagen, klar, als DLC. Mit Sicherheit wird es da irgendeine interne Absprache geben, dass sie da irgendwie, was weiß ich, sag mal, Giants kriegt vielleicht 30% oder 50% und, ne, was weiß ich, was das Geld angeht. Und 8 Euro, finde ich, ja, ist schon, man muss es ja extra kaufen, ne? Es ist, glaube ich, in keinen Seasons Pass drin, weil es keinen Seasons Pass mehr gibt, so sagten die auch im Multiplayer dann, ne, Pascal oder wer das war oder wie auch immer, das stimmt ja auch. Gibt ja keinen Seasons Pass jetzt in diesem Moment, aber... Ich habe keine Ahnung, habe auch keine richtige offizielle Information darüber gekriegt. Ich hatte es auch nur gelesen im Urlaub. So, nach dem Motto, liegt am Strand, mache die Kommentare durch und dann sehe ich da irgendwie Informationen zum neuen DLC. Ich denke, wie ein neues DLC, ja, das passt ja hervorragend. Und dann gesehen, dass es ein bisschen auf Produkte und Produktion aus ist, und dann mal, ja, komm. Das ist ja alles nichts Neues, ne? Ich fand auch diesen Satz ein bisschen albern, nach dem Motto, gewaschen habt ihr eure Gemüse wahrscheinlich auch noch nicht. Es kommt natürlich darauf an, ob man LS 17 oder LS 19 oder so sieht. Ne? Da hatten wir auch zum Beispiel die Gemüse-Kartoffel-Waschanlage, gab es ja auch in vielen Karten. Ich glaube, ich weiß nicht, wer sie im LS 22 bisher fertig gemacht hat. Ich fand das so ein bisschen überflüssig, deswegen habe ich es nicht mehr gemacht. Also eine extra Waschanlage für Kartoffeln zum Beispiel, dass du dann erst die gewaschenen Kartoffeln in die Kartoffelfabrik machst. Bei mir ist es halt die Kartoffelfabrik, die wäscht die Kartoffeln halt. Ne? So als Beispiel kommt der Kartoffelsack oder die Karotten oder wie auch immer. Deswegen fand ich jetzt eine zusätzliche Waschanlage ein bisschen, naja. Ja, ansonsten ein Roboter für Photovoltaiksäuberung braucht man nicht, meiner Meinung nach. Ist jetzt auch kein Highlight, also nichts, was ich irgendwie noch nicht so kannte, was vielleicht nochmal interessant ist, ist so ein bisschen dieses irgendwie mit Schwefel Flüssigdünger gewinnen, ne? Mit Abgasen aus Ställen, also weiß ich nicht genau, was es da tatsächlich real-life-mäßig gibt. Das ist ja nochmal ein interessanter Ansatz, den ich tatsächlich auch interessant finde. Kenne ich mich bisher aber nicht wirklich mit aus. Erstmal kommen wir groß. Für 7,20 Euro vorbestellt. Ja, ich denke, das geht. Man wird da auch nicht so viel falsch machen. Muss ja sagen, gut. Ja, sind 7 Euro.
liebe Stromausfälle. Du nicht. Du hast Stromausfall, okay. Otto, vielen Dank für den 39. Monat. Vielen Dank. Braucht keinen Solarwaschroboter, sagt Headfusions. Nee, den brauchen wir wahrscheinlich tatsächlich nicht unbedingt. Ja, das neue Windrad, ein kleines Windkraftrad ist dabei. Ne? Also wie gesagt, ich habe auch nur die Informationen, die man auf der Homepage da ablesen kann. Wie gesagt, die Hallen und diese kleinen Deko-Gebäude, das finde ich nicht verkehrt. Aber wie gesagt, die kann man halt nicht modden, nicht nutzen als Modder. Das ist ja alles, wie gesagt, DLC und update-mäßig ist ja alles erstmal gesperrt. Aber gut, ist dann so, ist wie es ist. Kann nichts machen. Ich finde es natürlich immer ein bisschen schade, dass man keine richtige Information darüber kriegt, sondern genau, also ne, als Giants Partner in Anführungsstrichen. Auch wenn da wahrscheinlich aktuell nicht mehr viel läuft, weil so viele Leute kaufen sich aktuell nicht mehr Alice. Ich weiß auch nicht, ob Stefan jetzt über meinen Link vorbestellt hat oder einen anderen Link genutzt hat zum Vorbestellen. Weil ich auf der Homepage aber ja noch gar keinen aktuellen Link dafür eingebaut habe. Werde ich dann aber mal sehen, dass ich das in diesen Tagen mache. Falls dann doch der eine oder andere halt sich das neue DLC bestellen möchte, würde ich mich natürlich klar freuen. Ne? Hashtag Werbung, eigene Sache. Wenn ihr das über meinen Link macht, kostet euch in der Regel ja nicht mehr. Und im Zweifel bleiben ein paar Cent, paar Euro, wie auch immer, je nachdem, wenn wir davon hängen. Vielen Dank. Ja, von daher, ich weiß es nicht, was ich davon wirklich brauchen kann. Ich würde mir das jetzt gleich parallel nochmal drauf aufrufen. Farming Simulator, ich muss nochmal gucken, ich weiß es, wie gesagt, selber nicht. Das Einzige, was ich gerade sagte, war, glaube ich, interessant für mich, dieses Thema mit dieser Flüssigdüngergewinnung, ne, war das, oder? So, Updates, DLCs, was ist denn DLC, da ist es, Farm Production Pack, so heißt es ja. Erhalten 24 neue Items, Wirtschaftlichkeit optimieren, Produktion steigern, Nachhaltigkeit fördern, mit über 20 neuen Inhalten inklusive Marken. So, genau, also irgendwie diese Schwefelgeschichte-Palette, ein paar schöne Hallen, ja, brauche ich persönlich nicht, ich habe genug Hallen zur Auswahl, aber die Hallen sind gut, sind schick, also das kann man nicht sagen. Das kleine Windkraftrad brauche ich nicht, die Photovoltaik brauche ich nicht, das bringt mir alles nichts, sind wahrscheinlich normale Stromerzeugnisse von halt Standardspieltechnik, also es ist kein Strom, den du in der Produktion weiterverwenden kannst. Was ich schick finde, aber leider nicht nutzen kann, sind halt die kleinen Marktstände, das wäre natürlich cool, aber sowas glaube ich, traue ich mir zu, auch noch nachzubauen, weil die Nachfrage ja da ist, dass wir noch irgendwie ein paar mehr Produkte irgendwie, ne, am Platz da, wo jetzt der Crepe stand oder wo die hier Currywurstbude ist, dass man da noch ein paar mehr Produkte verkaufen kann. Ja, und dann gibt es ein paar schicke Deko-Gebäude, fand ich. Also diese Big Vending Verkaufsstelle, die man aber wahrscheinlich nicht weiter nutzen kann. Weiß ich nicht, ob sie begehbar ist und schick ist, also auch eingerichtet ist, wo man die Türen da öffnen kann, denn da drin eine Kühlschränke hat oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ansonsten, was gibt es da noch? Vehicle Workshop, irgendwie eine große Werkstatt, eine Fahrzeugwerkstatt und den Dingsroboter. Finde ich für 8 Euro ist schon ein stolzer Preis. Oder 7,20 Euro. Aber gut. Ich finde es eher spannender, kriegen wir noch einen LS dieses Jahr oder jetzt definitiv nicht mehr. Ich finde auch, dass es da noch keine richtige Information gibt. Ein bisschen nervig. Bin eher gespannt, was mit dem Patch reinkommt, weil viele auf den Patch warten, um ihre Mods rauszuhauen. Ja, aber was? Also weiß ich nicht. Da kommt doch eigentlich nichts Großes Neues. Also gewaschenes Gemüse dann wahrscheinlich und so weiter, ne? Aber 24 neue Items. Das weiß ich nicht, ob wieder Fülltypen neu kommen. Keine Ahnung. Das geht ja alles noch nicht so hundertprozentig draus hervor, ne? Müssen wir mal abwarten. Ups, ich wollte drücken an X, denke, hä? Der Gerd, ne, moin! Der Gerd. Hat gestern schon vermisst. Ja, wenn man voll da umgehen kann. Jetzt 12,50 Meter. Urlaub ist vorbei. 2 Wochen sind rum. Und kalt in Deutschland. Vor allen Dingen, wir sind ja losgeflogen am Montagnachmittag.
Genau, Montagnachmittag sind wir losgeflogen, Kapverdische Insel, 29 Grad. Mit 3 Stunden Zeitverstellung und 6 Stunden Flug, was ja schon 9 Stunden später circa in Deutschland. Also wir sind nachts gelandet um, sagen wir, 11. In Hannover waren es 6 Grad. War mal kalt, ne? Gleich hier Frostbeulen. Gleich sämtliche Bräune wieder aus dem Gesicht verschwunden, so nach dem Motto. Und denken, oh, schön, schön hier in Deutschland. Sind dann aber noch in Hannover geblieben. Sind nachts nicht mehr gefahren, sondern hatten sowieso schon Hotel neben Flughafen gebucht. Und sind dann auf entspannt am Dienstag wieder nach Hause gefahren. Der Patch, also es ist ein DLC gibt's, ne? Also es ist kein Patch, es ist ein DLC. Ein extra Produkt, was man halt kaufen kann. Für 8 Euro oder 7,20 Euro Vorbestellung, 8 Euro glaube ich, den Endpreis. Den Link werde ich ja, sehen, dass ich das morgen auf die Homepage einbaue. Falls ihr das bestellen wollt und mich supporten möchtet in dem Moment. Ja, im Süden teilweise sogar Schnee, ne? Also, das haben wir zum Glück nicht mehr hier im Norden, aber warm ist es trotzdem nicht. Ich habe immer noch nicht einmal Rasen gemäht dieses Jahr. Heute auch wieder ein kleiner Regenschauer. Ich dachte eigentlich, dass ich heute Nachmittag den Rasen mähen kann, aber dann kam wieder ein Regenschauer. Und dachte ich, naja, komm. Deswegen heute Nachmittag habe ich einen Shrouded Survival gespielt. Und morgen Abend, weiß ich nicht, hat Gerd Zeit oder Speedy? Und oder beide? Dann wäre Freitagabend eigentlich Sack gelernt, ne? Patch wird wahrscheinlich trotzdem rauskommen, das stimmt. Forrest sagte das gestern ja auch mit Schwarzwald und Schnee und... Nee, nee, das haben wir zum Glück nicht mehr. Schnee wird es dieses Jahr auch nicht mehr geben. Bei uns. Ja, ist gut. Dann lass mal versuchen, so gegen 20 Uhr dann spätestens um und bei mit Sunkenland zu starten. Mal gucken, wo wir da stehen geblieben waren. Aber bessere Waffen war so ein bisschen das Thema. Mehr Munition, bessere Waffen. Man muss heute Morgen auch kratzen, ja. Unglaublich. Aber ja, gut, 18.04. und zack, ist auf einmal Mai und kurze Hosenwetter. Wobei, im Süden hattet ihr das ja teilweise schon, ne? Kurzen Hosenwetter. Aber ein Wochenende war es bei uns hier auch ein bisschen wärmer. Das war das Wochenende, wo wir denn gerade los waren. Auch vom Klima hatten wir das ja schon ganz gut. Also das war ziemlich konstante, irgendwas zwischen 23, 29 Grad, immer Wind, dadurch frisch, also frisch in Anführungsstrichen mal, das Meer hat auch 22, 23 Grad. Kann also gut reinkommen, kann sich gut drin aufhalten. Am Anfang, klar, die erste Minute ist ein bisschen kalt, aber dann geht's. Kein Vergleich zu hier. Guten Abend. Beim Forest, der wahrscheinlich jetzt, ne, eingeschneite.
Da braucht man ja nicht mehr Schnee. Genau, 23 Grad hatten wir schon, ne? Und 20 Tage im Süden ja schon fast 3 oder schon 30 Grad, ne? Also das war sogar mehr, als wir im Urlaub hatten, so. Mit 29 war wirklich das Maximum. Und das auch eher wirklich nur da, wo es dann windschattig war und Sonne eben hingekommen ist. Dann brauchen wir einen LKW mit Autolot hier, mit dem Wood-Autolot. Dann brauchen wir einmal ein Holzlager. Nur, dass wir dann Holzstammpaletten später zum Sägewerk fahren. Ich hätte das auch schon direkt ins Holzlager reinschneiden können, aber ich denke so ein bisschen, ja, man läuft ja dann Gefahr, dass er den ganzen Baum mitnimmt. Moinsen, moinsen. Guten Abend. Morgen, wie gesagt, Wild West. Wahrscheinlich aber erst ab 12. Um und bei, plus minus. Und dann, wenn ich es technisch hinkriege und das alles funktioniert, kann sein, dass mein Sohn wieder ein bisschen mithilft. Mal schauen, wie lange er durchhält. Mal gucken. Tja, wir haben ja, ne? Hat sich letztens ja schon, wir haben ja noch höhere Rennen. Holz ist ganz selten, ne? Ja, geht so, ne? Alle paar Monate ist Holz mal dran. Ja, Feldvergrößerung, ne? Der Wald hier kommt weg. Das Sägewerk wird gut gefüllt. Dann gewinnen wir hier ungefähr 3 Hektar Land, würde ich jetzt einfach mal sagen. Plus minus. Aber wir haben eine Folge sich gerade. Von daher sehen wir zu, dass wir in der nächsten Folge den Wald hier vollendermäßig schon mal leer kriegen. Dann müssen wir natürlich einmal Stubben fräsen. Und wir holen uns den LKW mit dem Wood-Auto-Load, damit das dann auch vorangeht. Und dann müssen wir dann später noch auf Feld 13 den Wald da im Süden wegnehmen. Und bei Feld 29 diese kleine Ecke, ne? Ich glaube, die beiden nehme ich da jetzt noch mit. Achso. Dann würde ich da hinten noch einen zweiten Haufen machen. So kann ich auch nicht mehr so weit rausfahren. Wir können ein Feedlot hier platzieren, ne? Würde auch passen. Wenn wir genug Rinder haben. Oh ne, das soll Feldvergrößerung. 3 Hektar mehr Feldfläche. Sehen wir später. Ja, weiß ich nicht, ob es heute noch wohl. Wenn wir so ein bisschen aufteilen, dass wir sagen, wir machen erst dieses Feld fertig, bevor wir Feld 13 und Feld 29 machen, dann könnte man vielleicht später schon sehen,
wie viel Hektar Land man hier gewinnt. Aber 3 sind es auf jeden Fall. Ich denke 4, weiß ich nicht. Gut. Wie gesagt, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, bis dann und tschüss.